whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in der Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und auf die heutige Flasche, die letzte am Tag, freue ich mich schon ganz besonders, weil allein die Papierform schon so unendlich viel verspricht. Ein rauchiger, ein stark rauchiger Single Malt Whisky, gereift in einem First Fill Oloroso Sherry Fass. Tja, das muss doch was werden. Das ist nicht der erste Balechin, den ich jetzt probiere. Ich habe da schon mal einen probiert. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir den noch haben. Jetzt ist jedenfalls das vierte Batch, was ich hier probiere, vom Oloroso Sherry Cask. Und nicht finished, sondern matured, das heißt die ganze Zeit in diesem Oloroso Sherry Fass. Heavily peated, Highland steht drauf. Heavily peated bedeutet in diesem Fall 50 ppm Rauchanteile, spezifiziert bei der Malzherstellung. Nicht nachher im Whisky, da ist das um Größenordnung weniger. Da wird ein Haufen wegdestilliert. Nicht kühl gefiltert, 46 Volumenprozent. Und vorne drauf sieht man so eine alte Brennerei stehen. Ja, wer genau hinguckt, merkt, das ist die Edradour-Brennerei, bevor sie so weiß angestrichen wurde. Das ist ein richtig altes Foto. Edradour-Brennerei ist nämlich schon ein bisschen älter. Hinten drauf steht jetzt noch ein bisschen das, warum das Balechin heißt. Und der Balechin ist eine von, oder sie hatten dort in Perthshire, wo die also da zu Hause sind, in den Highlands, hatten die vier Farmbrennereien und Edradour ist die letzte, die übrig geblieben ist. Und Balechin hat noch von 1810 oder schon von 1810 bis 1927 produziert. Und dann war es mit dieser Brennerei leider vorbei. Der neue Eigentümer jetzt von Edradour war früher beim Konzern Pernod Ricard irgendwie angekommen, weiß ich nicht, wann die die gekauft haben, und ist dann 2002 in die Hand des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage übergegangen, habe ich hier mal ein Video, und der hat jetzt neben den normalen Edradour Whiskys noch den Balechin als rauchigen mit aufgesetzt und bietet nun verschiedene Nachreifearten an. Ich erinnere mich da an einen ganz, ganz tollen Portweinfass gelagerten. Hat mir auch wunderbar gefallen. Und hier steht nun eine interessante Kleinigkeit dabei. Und zwar, das waren also jetzt mehrere Fässer und jetzt haben sie 6000 Flaschen daraus bekommen. Und zwar 5100 Stück mit 700 Millilitern oder 70 Cl und 900 mit 750 Cl. Ah, 750 Cl, ja, das ist der amerikanische Markt und der allgemein nicht-europäische Markt. Das heißt, sie haben hier 900 Flaschen zu 5100. Das heißt, Signatory Vintage hat eine sehr, sehr starke Verbreitung hier im europäischen Umfeld. Und da vertreibt er seine Balechin-Whiskys mit. Ja, abgefüllt wurde diese Flasche bereits im Juli 2009. Das heißt, die ist ein bisschen älter. Und normalerweise sage ich immer, oh, wenn eine Flasche älter ist, dann sind Ladenhüter und so weiter und so fort. In diesem Fall ist es kein Ladenhüter. Naja, man kann ihn als Ladenhüter bezeichnen. In diesem Fall ist er einfach nur stinketeuer. Was der hier für diese Flasche verlangt, für eine 0,7 Liter 46 Volumenprozente. Was stand da drauf? 2003 stammen die Fässer, abgefüllt 2009. Das heißt, er ist gerade mal 6 Jahre alt und dafür verlangt er 70 Euro. Das ist mal eine Ansage, ne? Heftiger Preis. Ah, steht hier hinten noch was drauf? Da stehen die 50 ppm. Und dann sagt er, in den nächsten 2 bis 4 Jahren wird er also noch mehr hiervon rausbringen, also dann auch ältere. Ich vermute mal, dass er sich dann jetzt so langsam in Richtung 10 Jahre bewegen wird, dass er dann irgendwann mal einen 10-jährigen gereiften hier als Gegenstück zu dem Edradour 10 Jahre, der die Standardabfüllung von Edradour ist, dann anbieten kann. So, also der fummelt sich hier aber ganz schlecht zurecht. Da möchte ich mich nicht dran schneiden. Da muss ich das vorher aufmachen. Da war wohl die Riffelung ein bisschen knapp. So. Nicht zu viel am Korken dran. Ich meine, ich hätte ein Madeira probiert gehabt.
Also so exakt bereite ich mich auf diese ganzen Verkostungen jetzt nicht vor, dass ich gucke, was ich alles jetzt da schon mal probiert habe und dann schaue ich mir das alles an und dann gucke ich, was ich damals gesagt habe und halte mich jetzt heute da dran und so. Nee, hier läuft es sehr natürlich und so wie ich jedes Mal was dazu lerne, gibt es hier auch Neues von mir. Und was halte ich auf mein Geschwätz vom Vormittag, um mal hier frei nach Adenauer zu zitieren. Also hier habe ich nicht geguckt und darum erinnere ich mich jetzt auch nicht, was ich da vor 500 Flaschen irgendwann mal probiert habe. Ich meine, es wäre ein Madeira gewesen. Müsste mich jetzt sehr täuschen. Und der Port, das war, meine ich, ein Etradauer und kein Bellerchen. Tja, lassen wir uns jetzt von dem hier überraschen. Viel Rauch. Sehr viel Rauch. Und zwar jetzt nicht so sehr phenolisch, medizinisch, sondern so mehr Lagerfeuer. Kaltes Lagerfeuer, heißes Lagerfeuer, eher kaltes Lagerfeuer. Und dahinter kommt jetzt die Frucht vom Sherry hoch. Ja, jetzt kommt Frucht aus dem Brennereicharakter heraus. Und Edadauer hat mit die kleinsten Brennblasen Schottlands. Und kleine Brennblasen trennen den Alkohol nicht so fein, sodass man also hier sehr, sehr starke Aromenstoffe, ja, man kann auch sagen Fuselöle, mitbekommt. Allein weil die Brennblasen so klein sind. Die sind von der Höhe her, haben die einen Meter oder so. Die höchsten in Schottland haben bei Glenmorangie fast 6 Meter. Also hier ist ganz, ganz viel drin. Und zwar kraftvoll jung. Der Rauch, starker Antritt, 50 ppm. Dann der junge, 6 Jahre alte Brennereicharakter ist da. Dann das frische Sherryfass mit seiner Eiche. Und den Früchten, also da drückt unheimlich viel rein, wobei der Rauch wirklich dominant ist. Also da dauert es ein Weilchen, bis der sich durchsetzt. Und deswegen möchte ich sagen, wahrscheinlich, wenn der Bellerchin dann mal mit 10, 12 Jahren rauskommt und der Rauch sich mit dem Alter ein bisschen abbaut, das tut er immer, der baut sich ab und bringt dafür komplexere Aromen raus, dass dann dieser Bellerchin also weitaus stärker gewinnen wird, weil der Rauch dann nicht so dominant gegenüber den anderen Aromen ist. Ja, jetzt wird er deutlich fruchtiger. Jetzt gewöhnt sich die Nase an diesen starken Rauch. Jetzt kommen die anderen auch langsam hoch. Jugendlich rasch. Boah. Rasch. Das meine ich so. Und dann sofort strömt Speichel nach und füllt den Mund auf, dass ich zweimal schlucken muss. So einen Antritt war da im Mund drin. Und jetzt, zack, ist er weg. Und jetzt bleibt ja die Frucht des Sherrys übrig. Und Eiche noch ganz zart verhalten dahinter. Nicht wirklich viel. Boah, was eine Achterbahn. Also so gut hat er mir nicht geschmeckt, dass ich ein zweites Mal probieren möchte. Aber diese Achterbahn war so heftig, das muss ich jetzt nochmal haben. So wie die Kinder in der Achterbahn. Nochmal, nochmal, nochmal. Das muss man jetzt also schon nochmal probieren. Erst verhalten und jetzt kommt er da rein und mit ein bisschen schlechten Willen, nicht guten Willen, schlechten Willen, finde man auch noch diese leichte jugendliche Metalligkeit da drin, was so die Jugend des Brandes ausmacht. Tja, interessant. Also wie gesagt, nicht wegen der Qualität, sondern wegen der Achterbahn habe ich das zweite Mal probiert. Und das zweite Mal ist natürlich nie so überraschend und so doll wie das erste Mal, weil man kennt ja, wie es das erste Mal war. Du bist das zweite Mal ein bisschen verhaltener. Ja,
Interessanter Single Malt. Leider 20 Euro zu teuer, als dass man ihn ja wirklich, ja, täglich nicht, aber regelmäßiger probieren könnte. Das ist also eine Flasche schon mit seinem Preis. Ich glaube, die liegt jetzt bei 70 Euro oder so. Wow. Ja, tolle Sache. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugeschaut haben. Schauen Sie nach dem Ballet hin. Gibt es jede Menge verschiedene Ausprobierereien vom Eigentümer Andrew Symington. Da gibt es immer wieder was Neues zu probieren. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.